Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV, unserem Kanal auf YouTube für den Optionshandel. Und heute will ich mit euch über einen Trade sprechen, den wir gerade drüben bei uns im Handelsbüro gemacht haben. Und zwar, wir haben einen Short Put auf eine Aktie verkauft. Und unser neuer Kollege, der Bojan, hat am Anfang ein wenig verkauft. Kann man denn das machen? Er hatte diesen Trade im Scan gefunden und war sich dann aber etwas unsicher, ob er diesen Trade machen kann oder nicht. Und was es bei diesem Trade geht und warum wir dann gesagt haben, jawohl, wir machen ihn, das will ich euch jetzt im aktuellen Video zeigen. So, bei diesem Trade handelt es sich um eine Aktie, die am Freitag ihre Earnings hatte und dann ist sie zu diesen Earnings, ich glaube, 17% angestiegen. So, das heißt, sie hat einen Gap gemacht um 17% und ist damit nach oben ausgebrochen. Und ich zeige euch mal ganz schnell hier am Rechner den Chart, aber ich werde euch den Chart dann auch nochmal hier schön ins Video einblenden lassen. Also, ihr seht es hier oben, das ist also diese Aktie und ihr seht hier diesen enormen Ausbruch am Freitag. Also unten kann man sehen, der Earnings, und dann brach diese Aktie zum Freitag hin eben aus. Und sie hat jetzt in unserem Scan-Prozess, den wir gemacht haben, hat sie die Kriterien erfüllt für einen Short Put. Also sie hatte eine IVR von über 40. Ich glaube, es waren gerade 40 oder 41. Ich kann auch hier schnell mal schauen, wie er jetzt aktuell ist. Ja, okay, sie ist 40,57. Und das heißt, also die IVR hat gestimmt, sie hat keine Earnings mehr, weil die sind ja vorbei. Und die Prämien waren auch sehr, sehr gut, also das heißt, wir haben eine schöne Prämie bekommen. So, was waren jetzt allerdings die Bedenken? Die Bedenken waren ganz einfach die, dass der Bojan gesagt hat, und das zu Recht, hat gesagt, naja, jetzt ist ja die Aktie aber so riesig nach oben weggegappt. Und was ist denn, wenn die jetzt wieder zurückkommt? Weil wir mussten unseren Strike in das Gap hineinlegen. Also wir haben hier in das Gap hinein, ich zeichne das mal im Chart auch ein und dann drucken wir bzw. legen mal den Chart mit ins Video rein. Und die Frage war jetzt einfach, kann man denn das machen, dass man quasi in das Gap hinein eine Option verkauft? Ist denn nicht die Gefahr jetzt viel zu groß, dass die Aktie jetzt zurückkommt und dieses Gap schließt? Und da müssen wir einfach mal ein bisschen über Gaps sprechen. Warum kommt es denn überhaupt zu Gaps, also zu Kurslücken? Gaps, nur die englische Bezeichnung für den Begriff Kurslücke. Und das liegt natürlich ganz einfach daran, dass diese Company hat am Freitag ihre Zahlen gebracht, vorbörslich. Und dann sind die aus irgendeinem Grund, warum, spielt auch überhaupt keine Rolle. Die sind von den Analysten, von den Händlern, von den Tradern extrem positiv aufgenommen worden. So, und jeder, der jetzt diese Aktie kaufen wollte, und jeder, der Short in dieser Aktie war, der hat natürlich eins gemacht, der hat zur Eröffnung geschrien, kaufen, kaufen, kaufen. Und damit war natürlich der erste Kurs deutlich höher als das Abgabeniveau, was Leute bereit waren abzugeben, weil irgendjemand muss ja auch verkauft haben. Aber es war eben niemand mehr bereit, auf einem Niveau von ungefähr 162, wo die Aktie zuvor war, die Aktien zu verkaufen. Sondern sie hat eben irgendwo hier bei 100, ich kann mal schnell gucken, sie hat eröffnet irgendwo bei 186, close am Tag zuvor waren 163, sie eröffnet also bei ungefähr 186 und rennt dann im Laufe des Tages sogar noch hoch bis an die 192, wo sie dann auch fast schließt. So, und jetzt ist einfach die Frage, ist denn das Risiko wirklich so groß, dass dieses Gap hier wieder geschlossen wird? Und was viele jetzt falsch sehen, ist, sie schauen sich ein kurzes Chartbild an, so wie wir das Ganze jetzt gemacht haben, also nur so einen kleinen Ausschnitt, und sagen dann, ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja doch groß, dass sie das Gap schließt, weil die war ja im August so stark gefallen und Was man als allererstes bei so einem Gap, gerade wenn es ein Gap nach oben ist, immer tun sollte, ist, dass man sich mal einen längerfristigen Chart anschaut. Und wenn man sich hier einen längerfristigen Chart anschaut, und auch den blenden wir euch ein, dann wird man erkennen, wir gehen jetzt mal hier auf einen Monatschart, dass diese Aktie am Freitag ein neues Allzeithoch gemacht hat. Das heißt, die Aktie ist auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen
Und jetzt müssen wir überlegen, was ist denn jetzt hier passiert? Es gibt kein bullischeres Zeichen für eine Aktie als ein neues Allzeithoch. Wir wissen, dass jede Aktie irgendwann mal drehen wird am Allzeithoch. Ne? Also irgendwann wird der Punkt sein, wo eine Aktie ein neues Allzeithoch macht und dann dreht. Das gab es bei Apple, das gab es bei Microsoft, bei Cisco, bei allen. Aber wenn eine Aktie in einem positiven Gesamtmarktumfeld, und momentan muss man sagen, ist der Markt einfach wieder sehr positiv, wenn eine Aktie auf ein neues Allzeithoch ausbricht, dann muss man sich mal überlegen, was passiert denn da mit denjenigen, die in dieser Aktie engagiert sind und auch diejenigen, die nicht engagiert sind. Schauen wir uns mal als allererstes die an, die nicht engagiert sind. Diejenigen, die nicht engagiert sind, die werden definitiv eins nicht machen und sagen, also zumindest nicht die cleveren Investoren, die werden nicht sagen, das ist jetzt die Gelegenheit, um endlich mal auf die Aktie draufzuhauen und zu shorten. Professionelle Händler, die in dieser Aktie nicht engagiert sind, die ganzen Momentum-Trader, die werden sagen, wow, Aktie auf neuem Allzeithoch, long, Attacke, kaufen. Ne? Ausbruch auf neues 52-Wochen-Hoch, 20-Tage-Hoch, Turtle-Trader, alle, die nach solchen Strategien handeln, Trendfolge, Momentum, die kaufen jetzt. Aber die haben einen riesen Vorteil, die können kaufen. Ne? Also die sind so nichts verpflichtet, die können, die sind in so einer Situation, die sind halt nicht dabei, die sagen vielleicht, ah verdammt, warum hast du die Aktie nicht, aber die kaufen halt ganz einfach. So, nächster Punkt, was ist mit denen, die schon long sind? Haben die Druck in irgendeiner Art und Weise? Natürlich nicht, die sind long in dieser Aktie und wenn sie long in dieser Aktie sind, dann bleiben sie auch long. Überlegen wir uns doch von uns selber, du hast eine Aktie, die geht gerade auf ein neues Allzeithoch und dann sagst du noch nicht, oh Gott sei Dank, endlich kann ich sie verkaufen. Nein, weil du bist definitiv im Plus. Jeder ist im Plus, egal wo er gekauft hat. Ob er vor 5 Jahren gekauft hat, vor 2 Tagen, wann auch immer, selbst der zur Börseneröffnung gekauft hat, ist ja schon im Plus. Das heißt also, jeder, der long ist und war, hat keinen Grund zu verkaufen. Außer vielleicht, dass er Angst hat oder dass er sagt, okay, schönes Geld nehme ich jetzt mal mit. Aber es gibt keinen Druck für ihn. Er muss nicht verkaufen, weil er ja im Plus ist. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, nämlich, was ist mit denen, die short sind? Und da gibt es ja nur 2 Gruppen, nämlich einmal die, die sich zum Beispiel short vor den Earnings engagiert haben, weil sie gesagt haben, ah, halte ich für nicht so gut. Die Aktie, ich glaube, die geht runter. Die werden natürlich vollkommen kalt erwischt jetzt. 17% nach oben. Panik, Kaufpanik, die müssen das ganze Ding zumachen, ne, weil was wollen sie machen? So, wenn sie groß genug sind, wenn es große Institutionelle sind, die können vielleicht sagen, naja, okay, gucken wir mal, ob wir das Intraday noch ein bisschen runterdrücken können. Und ich gucke mir das mal im Kurzfristchart an. Und da hat man aber auch gesehen, außer in den ersten 5 Minuten, ja, auch da mache ich euch einen Chart, außer in den ersten 5 Minuten ging die Aktie nie runter, sondern die ging den ganzen Tag dann nach oben. Und das heißt also, die großen Instis haben hier auch nicht draufgehauen. Und die kleineren, die irgendwie short sind, ne, die müssen natürlich jetzt irgendwas machen. Die müssen kaufen. Und deswegen kann es natürlich sein, dass die Aktie fällt. Es kann auch theoretisch sein, dass das Gap geschlossen wird. Aber realistischerweise ist es so, dass solche Gaps, die auf ein neues Allzeithoch führen, nicht geschlossen werden, sondern dass sich nach 1-2 Tagen Konsolidierung allerspätestens das Ganze nach oben fortsetzt. Die Konsolidierung kann kommen, weil zum Beispiel große ein bisschen dagegen halten, also die großen Adressen, die vielleicht short sind, dass die sagen, komm, hau mal kurzfristig drauf, dass der Preis ein bisschen sinkt und damit wir abladen können, also abladen in dem Sinne, dass wir unsere Shorts covern können, damit es das Ding nicht noch weiter weg explodiert, oder aber, dass es große sind, die sagen, wir wollen unbedingt rein in die Aktie, also gehen wir erstmal short, drücken auf den Preis. Das ist etwas, was wir Privaten überhaupt nicht nachvollziehen können, weil uns da die Marktmacht fehlt. Wir haben einfach nicht genügend Geld. Aber die großen Jungs hauen auf die Aktie drauf, drücken sie damit ein bisschen nach unten, damit sie einfach unten einsammeln können. So. Aber in so einer Situation ist es ganz klar, dass es 2 Gruppen gibt. Die einen, die können, und die anderen, die müssen. Und in dem Fall sind diejenigen, die hier müssen, diejenigen, die kaufen müssen. Und das treibt natürlich den Preis nach oben. Und deswegen habe ich persönlich überhaupt kein Problem damit, in solche Aktien hinein, in Gaps nach oben auf ein neues Allzeithoch Short Puts zu schreiben. Weil eben einfach die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist, dass man mit so einer Aktie, dass die Aktie zumindest stabil bleibt, leicht nach unten geht. Und wenn sie ein bisschen nach unten geht, was wird passieren? Wohler wird zurückgehen, Zeitwertverlust, alles spricht also für den Verkauf eines Short Puts. Das heißt, so einen Trade
hat definitiv kein größeres Risiko als alles andere. Bei mir klingelt's, ich gehe ran. Das war's für heute mit diesem Video. Euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Bye, bye.